Ja, wir haben also hier ein Beispiel gesehen, wie sich also Nahrung und Räuberdruck auf Größe der Population, Zusammensetzung der Population und auf die Gelegegröße auswirken. Und Gliwice geht dann noch einen Schritt weiter und schaut sich die jahreszeitliche Veränderung der Populationsdichte von einer kleinen und einer größeren Daphne an. Also die kleine wäre die Cucullata oben und die größere, besser sichtbare, wäre die Daphnia hyalina. Er schaut sich das in verschiedenen drei benachbarten Seen an, über den ganzen Sommer, also von Juni bis September, bis in Oktober rein. Und Sie sehen, die Darstellung ist logarithmisch, das sind Individuen pro Liter. Und dasselbe oder sehr ähnliche Betrachtungsweise macht er auch im Sommer in Seen, in 14 polnischen Seen, die unterschiedlichen Trophiegrad haben. Die Seen sind unten abgekürzt, das spielt jetzt für uns keine große Rolle, wie die heißen, aber auch hier ist die Darstellung eigentlich dieselbe wie oben in logarithmischer Art und Weise und man sieht auf den ersten Blick, dass die kleine, wenig sichtbare Daphne, die Daphnia cucullata, gegenüber der Daphnia hyalina in etwa zehnfach höheren Dichten auftritt. Und das war schon eine erstaunliche Feststellung, weil das ja in so vielen Seen auftritt und über den ganzen Sommer über beobachtet werden konnte. Sie sehen es, Daphnia cucullata und die Daphnia hyalina. Gliwice kommt natürlich aufgrund dieser Befunde zu einer bestimmten Feststellung. Und er sagt, Population Density is fixed at the species specific threshold. Also die Populationsdichte ist fixiert und zwar ist die abhängig von der Art. Und die weitere Schlussfolgerung ist, wenn also die Dichte der Population nicht reagiert auf die Veränderung in der Reproduktionsrate, dann muss diese Stabilität durch eine Veränderung in der Mortalitätsrate liegen. Das heißt, der Grund, warum wir diese interessanten Differenzen finden, muss also daran liegen, dass es an der Mortalitätsrate liegt, das heißt an der Prädation durch Fische, also am Räuberdruck. Und ein Mechanismus, der da dahinter steckt, könnte eben sein, das wäre die Art und Weise, wie ein planktivorer Fisch also die Dichte seiner Beute feststellt und dann sich zwischen verschiedenen möglichen Beuteorganismen entscheidet. Und das hängt ab von der Reaktionsdistanz. Das ist also die Distanz, ab der ein Fisch sich entscheidet, nach einer Beute zu schnappen. Das heißt, je größer diese Reaktionsdistanz ist, desto größer und desto besser sichtbar muss auch die Beute sein. Wenn die Beute sehr klein ist, wird auch die Reaktionsdistanz zusammenschrumpfen. Das heißt, er wird also weniger dieser Beute auf dieselbe Strecke wahrnehmen können. Ja, das ist die Übersetzung, die ich da dazugefügt habe. Die Art, also die Kontrolle hängt davon ab, wie ein räuberischer Fisch die Beute wahrnimmt. Und hier ist ein sehr einfaches, ein zweidimensionales Bild dazu. Das wäre also die Reaktionsdistanz. Ein planktivorer Fisch wird die unterschiedliche Dichte der Beute folgendermaßen wahrnehmen. Wir haben also eine kleine und eine große Daphne. Und wenn wir die Zahlen sehen, es gibt 16 kleine Daphnien und 4 große Daphnien. Für den Fisch aber sichtbar sind 4 kleine Daphnien, die sind also in seiner Reaktionsdistanz, und 4 große Daphnien. Also er sieht also seine Umgebung anders und das ist jetzt hier noch einmal dargestellt, und zwar in einer ja, dreidimensionalen Weise. Die Reaktionsdistanz zwischen großen und kleinen Daphnien beträgt etwa 2 zu 1. Wenn man das also in dieses Volumen umrechnet, das diesen Fisch umgibt, dann kommen wir natürlich auf etwa 8 zu 1, also 2 hoch 3 zu 1.
Hier oben ist es noch etwas anders, das ist 1:4 dargestellt. Aber wenn man das aufs Volumen bezieht, sind wir wahrscheinlich eher bei 8:1. Das heißt, der Fisch sieht also eine große Daphne, also in einem sehr großen Volumen, eine kleine sieht er nur in einem sehr kleinen, in umgebenden Wasservolumen. Und Gleevitsch fragt sich dann natürlich, sind also diese Planktivoren-Fische dann selektive Räuber oder generelle Räuber? Also ein selektiver Räuber wäre einer, der nur bestimmte Beuteorganismen aussucht und frisst. Und ein genereller Räuber wäre also einer, der praktisch alles nimmt, was sich ihm bietet. Und er kommt zu der interessanten Feststellung, sie sind sowohl als auch, sie sind selektiv als allgemeine Räuber. Sie nehmen also ihre Beute auf in direkter Proportion zu dem Volumen ihres Sichtfeldes. Und sie sind natürlich auch selektiv, weil sie natürlich die größeren, besser sichtbaren und wertvolleren Beuteorganismen selektiver fressen. Ja, und dadurch, durch diese Art, wie ein Fisch seine Beute und seine Umgebung wahrnimmt, kommt es eben zu dieser Situation, dass wir planktivore Fische haben, die sowohl beides sind. Ja. Es sind generelle Räuber, indem sie die häufigste Beute jagen und dabei die Beutekategorie wechseln. Sie fressen einmal große, einmal kleine. Und sie fressen aber gleichzeitig jene Spezies, die für sie eben am wertvollsten ist. Und mit dieser Erkenntnis gehen wir dann in den nächsten Schritt. Dankeschön.